So, da ist nochmal ein Auge. Hallöchen. 4 Stück gibt es hier in der Szene. Na, hier müsste dann noch irgendwo eins rumschalützeln oder auch nicht. Oder ich sehe es einfach nur gerade. Wir haben auf jeden Fall eine Lupe. Und den zweiten Tintenfisch. Hey, wir haben einen Tintenfisch. Da hängt ein Mantel. Da läuft eine Ratte. Ich habe mich gerade kurz erschrocken und da läuft noch eine Ratte. Aber ich sehe hier kein weiteres Auge. Du kleines Mistvieh. So, irgendwo noch hier. Bestimmt im Wasser oder so. Nein, so komme ich raus. Da will ich nicht. Kann ich hier noch eigentlich irgendwas anklicken oder nicht? Ja, der Abwärtsknopf fehlt, aber was soll ich dann machen? Habe ich denn irgendwie so eine Art Knopf hier oder so? Ich habe ein Gewicht. Das passt nicht drauf. Eine Lupe. Ja, aber der Abwärtsknopf fehlt. Dann überbrück den Knopf, Mann! Hast doch metallische Gegenstände hier, oder nicht? Ja, du hast ein Gewicht, Mann! Das ist metallisch! Man kann alles überbrücken, wenn man das passende Werkzeug hat dafür. Ah, hierfür brauche ich den Tintenfisch. Tintenfisch! Tintenfisch! Mann. Und schon wieder so ein Kackrätsel. Mann! Was soll ich denn hier machen? So. Okay. Also ich habe hier so einen kleinen, lustigen, guckenden Ball und den soll ich da hinten hin. Indem ich nur das Rad verschiebe, damit sich hier... Och, ist das nuttig. Och, ist das... Eigentlich easy. Das ist eigentlich wirklich easy. Drehe ich das jetzt hier rum. Hallo? Ja, Mimo an mich doch nicht so easy, wie ich dachte. Ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Das jetzt hier so hindrehen, geht der zwar rauf. Der muss sich doch, genau, der muss jetzt da runter. Alter, boah, ist du Nutte. So, jetzt kann er zwar nicht mal durch, aber der Ball muss doch der jetzt da irgendwie runter. Ah, jetzt bewegt er sich, sehr gut. So, jetzt schieben wir den Riegel da zurück. Der fällt jetzt zurück, genau. Der fällt jetzt so zurück und... Genau, wir drehen ihn jetzt so rum und wir haben es geschafft. Die Rätsel sind irgendwie mir ein bisschen zu einfach, muss ich sagen. Also da, ich habe so nicht wirklich eine Herausforderung. Da brauche ich auch keine Tipps für. Das einzige Schwere ist irgendwie hier rauszufinden, was ich hier mache mit meinen Items. Benny! Benny! Oh, danke! Der hat mir einen kleinen Hut gebracht. Er schon wieder. Diesmal hat er den Knopf dabei. Ich muss gestehen, ich vertraue dem Wesen. Und ein Auge. Aber... Ach so, ich dachte, es wäre ein Hut. Aber das ist ein Knopf, Mann. Ich habe einen Knopf gefunden. Benny hat mir einen Knopf gebracht. Der Knopfauge. Der Knopfauge hat mir einen Knopf gebracht. So. Knopf setzen wir ein, weil wir so elektrisch begabt sind. Drücken den Knopf. Gucken ins Boot und da haben wir das nächste Auge. Ah, Sauron! So, Sauron ist weg. 77 sind noch übrig und wir haben eine Kettensäge. Weil eine Kettensäge cool ist. Ah, damit können wir doch den Ast absägen. Das hat sich verdammt cool angehört, weil ich mit meinen Kopfhörern gewackelt habe und das Ohr nicht richtig drauf war. Das hat so diesen... den Effekt gegeben. Fand ich cool. Ich bin so ein Effektkünstler, müsst ihr wissen. So ganz cool mit Soundeffekten. Hast du nicht gesehen? Eigentlich nicht. So, wenn ich mal was mit Soundeffekten mache, dann nur, weil es dann zur Atmosphäre passt. So, ich rück mal ein bisschen näher ran, weil mir tut langsam der Rücken weh in dieser Haltung. Ich lehne mich jetzt einfach mal genüsslich zurück und rette die Laura mit dem Mast und drücke mich weg. Thank you. I became stronger. Free me from my other nightmares. Hurry up. There is little time left.
Kablitsch, kabumm, da haben wir ein weiteres Teil bekommen. Ja, nehmen wir gleich mal. Zack, her damit. Und... Wow! Wiki Wiki Wonderland, Albtraum wurde jetzt zerstreut. Wiki Wiki Wonderland, jetzt sieht das alles ganz toll aus. Wiki Wiki Wonderland, es sieht ganz... Wo ist die Eule eigentlich hin? Hier war nochmal Eule. Schmetterling! Oh, wo ist mein Kescher? Nein, ich habe keinen Kescher und der Schmetterling ist weg. Mann, oh. Ah, Auge. Aber hier hängt ja immer noch die Scheißbrücke und ist nichts. Da können wir auch nichts machen. Am Ende des Tages ist es ein Ring. Ja, ich glaube, dass hier passt nichts ohne Grund. Was ist denn? Achso, hier brauchen wir... Was für ein seltsames Schloss, wo wohl der Schlüssel ist. Es ist kein Schloss, es ist eine Vertiefung, eine Aussparung. Eine Vertiefung oder Aussparung, oder wie man es auch nennt. Es macht keinen Sinn, nochmal dorthin zu gehen. Aber es ist doch schön jetzt da. Der Albtraum ist doch da zerstört. Warum ist jetzt überhaupt so bedrohliche Musik immer noch da? Echt komisch. So, gibt's hier noch irgendwo ein Auge? Habe ich hier irgendwas übersehen? Ich habe nämlich gerade nicht aufgepasst, ob hier noch irgendwo ein Auge ist. Wiki Wiki Wonderland. Lalalalalala. Wiki Wiki Wonderland. Nö, anscheinend nicht. Dann gehe ich hier wieder zurück. Und kann den Traumfänger ein bisschen erweitern. Na, wo passt du denn hin? Na, wo passt du? Passt. Wo passt du? Du musst ja da irgendwo hinpassen, oder nicht? Hä? Ach, hier! Da, alles klar. Cool. Ich frage mich, wo wir die anderen Teile wiederbekommen, wenn wir nur von den Albtraumschwestern sozusagen wieder was wiederbekommen, weil... Das kann ja nicht sein, wir haben jetzt schon wieder eine Welt beendet. Oh, die Brücke führt zu weiteren Albträumen. Alter, die Frau ist kaputt. Oder wir kriegen einfach ein ganz großes, fettes Teil irgendwie nach der Welt. So, was können wir hier machen? Hier ist einer... Oh, nein. Nein. Für jeden, der jetzt denkt oder schreiben will... Ey, du machst ja Kronk total nach. Nein. Nein. Ist mir scheißegal. Nein. Schreibt's darunter, mir egal, aber nein. Ich wollte ein Trash-Game Let's Playen und hat sich das halt angeboten. Mein Gott, ich hätte auch keine Ahnung. Kloputzfrau-Simulator 1508 spielen können oder was auch immer. Also ganz ehrlich, pisst euch da nicht an. Aber da fehlt trotzdem was. Ich denke, da fehlt ein Teil des Clowns. Ich will aber nicht. Ich mag keine Clowns. Clowns sind scheiße. Ja, scheiße. Wo finden wir jetzt denn das letzte Teil vom Clown? Clown. Hab ich noch irgendwas im Pack? Ah, doch. Oh, bin ich dumm. Das Gewicht. Zack, Gewicht dran und oh, da wird's hell. Ja gut, so hell sieht das nun aber auch wieder nicht aus. Hey, ein Auge. Das sieht mir aus wie ein Kindergefängnis aus hier. Alter Finne. So, haben wir noch hier irgendwo ein Auge? Da oben, aber nein, es ist kein Auge, was sich bewegt. Ah, hier oben da. Hahaha, hab dich. Yay, abgeschlossen in dem Boot. So, hier haben wir Papierfiguren. Hinter den Puppen ist etwas, das hole ich mir. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Achso, ich muss das hier schwingen. Schwing dein Ding. Schwing, schwing. Schwing, schwing, schwing. Komm schon, ich will das haben. Boah. Nein, ich hab's weggedrückt. War das jetzt schon alles? Das war jetzt der eine Zettel vom Tagebuch? Nein, das ist doch... Da kann er doch die ganze Zeit was greifen, Mann. Mann, verpisst euch! Ihr scheiß Puppen! Mann!
Alter, das macht Aggro! So, meine Fresse, war das nervig. So, Tagebuch. Ich fang schon an zu schwitzen. Wie spät haben wir es? Ich muss morgen arbeiten. Ein bisschen kann ich. Ein kleines bisschen. Ich habe schon wieder lange nichts geschrieben. Ich bin nicht faul, aber ich trauere. Oh. Tim ist fort. Seine Eltern zogen in ein anderes Land und Tim ging mit ihm. Seitdem fühle ich mich krank. Liebeskrank. Oh. Mann! Meine Frau wohnt in, beziehungsweise meine Freundin und meine Frau, meine zukünftige Frau, ich hoffe, es ist meine zukünftige Frau, wohnt in Süddeutschland. Ich wohne im Norden. Das ist genauso scheiße. So. Also können wir nicht Tim sein. Ich will nicht kritisieren, aber welches Mädchen hat solche Träume? Ja, das freue ich mich auch. So, und, ja, ist zwar scheiße, aber was soll man machen, ne? Also sind wir definitiv nicht Tim, wir sind irgendjemand. Das hat 4 Zimmer. Da sollte in jedem der Zimmer eine Puppe sein. Ja, yeah, erstmal die Papier-Laura. Die stellen wir da oben hin. Dann haben wir noch die Papierkatze. Wo kommt die denn? Achso, hier ins Körbchen. Dann haben wir noch den Papiervater. Der kommt da oben hin. Und die Papiermutter, die kommt natürlich in die Küche. Oh, what the hell? Alter, okay. Snowy hat den Sandman sozusagen vertrieben von ihr. Und der Sandman hat die Eltern von Laura getötet. Das ist ja krass. Was ist das für ein Ort? So überraschend ruhig und friedlich. Als wäre ich nur eine kleine Kette. Du hast das halbe Spiel geschafft. Was? Jetzt schon? Wow. Das, ist ja, das ging ja schnell. So. Ja, das scheint anscheinend das Haus von Laura zu sein, wie wir aus dem Intro kennen. Ich möchte aber irgendwie nicht rein, weil hier ist alles dunkel. Und ich mag den Sandman nicht. Ich mag den Sandman wirklich nicht. Ja, dann gucken wir uns den Briefkasten mal an. Das ist ja scheiße, jetzt kriegen die keine Post mehr. Oh, wir haben Post. Hallo Laura, stehst du gerade? Setz dich besser hin? Setz dich besser hin. Typo! Setz dich besser hin oder am besten setz dich besser hin. Denn ich habe tolle Neuigkeiten für dich. Ich arbeite an meiner Legasthenie. Ich bin selber Legastheniker, ich darf das sagen. Ich habe diesen Benny, über den du immer schreibst, im Traum auch gesehen. Er war lustig, zottelig, mit Zähnen und etwas furchteinflößend. Das ist er, nicht wahr? Leider konnte ich nicht mit ihm reden. Als ich ihn erkannte, wachte ich auf. Ich muss dir auch erzählen, dass mein Vater hier mit dir, mit der Arbeit fertig ist und ich zurückkehre. Die letzten 2 Jahre waren für mich eine Ewigkeit, aber bald sind wir wieder zusammen. Nichts wird uns mehr trennen. Für immer dein Tim. PS, hier ist das Foto, das du dir gewünscht hast. Im Hintergrund ist meine Schule. Denn ich bin Streber. So. Cool. Nehmen wir uns das Bild mit. Hier ist eine Batterie drin. Ja, klar. Hä? Ist am Briefkasten der Klingelknopf oder was? Oder warum ist da eine Batterie drin? Scheiß drauf. Ja, dich nehme ich gleich mit. Hier im Bild ist bestimmt auch nochmal irgendwo ein Auge, was ich gerade nicht sehe. Na, sucht ihr schön auch mit, ne? Sucht mal schön mit. Aber so wie ich das sehe, ist hier nichts. Na gut, dann gehen wir mal geradeaus. Hey, Snowy! Das ist die Katze. Und hier ist Auge. Ah, Sauron!
noch einer und da hinten ist noch einer. Hallo, Grashüpferauge. So. Dann nehmen wir hier die Leiter mit. Ey, wir haben eine Leiter. Cool. Ich frage mich schon lange, warum Insekten vom Licht angezogen werden. Das liegt daran, dass sie das Licht einfach mögen. Keine Ahnung warum. Ich habe das nie bei Galileo gesehen. Beziehungsweise irgendwie mal im Biologieunterricht aufgepasst. Aber vielleicht wird mich meine Freundin da Besseres belehren, weil sie hat ein 1 gehabt und naja. Ich liebe dich, mein Schatz. Wollte ich übrigens hier nochmal sagen. So, wir haben hier einen Futternapf. Aus dieser Schüssel frisst die Katze. Scheinbar wurde sie heute vergessen. Oh, und eine von 4 Batterien. Oh. Katzi! Willst du zu fressen? Also, was willst du zu fressen? Oh, ist die süß! Oh, Alter! Die ist so knuffig. Mau! Essen! Wie süß sie sieht, sieht hungrig aus. Ich wünschte, ich könnte sie füttern. Die erinnert mich irgendwie ein bisschen an meine Katze. Guckt hoch. Miau! Futtern! Und geht weg. Bis ich ihr Futter gebe. Das ist... Ich hasse es. Ich weiß nicht, Katzen allgemein... Ich bin mehr so der Hundefreund. Hunde sind so die besten Freunde des Menschen. Und Katzen sind einfach so... Ja, fütter mich. Verpiss dich. Irgendwie so, weißt du, voll die arroganten Scheißtiere eigentlich, aber was soll's. Achso, hier kommen wir wieder zurück. Kommen wir da jetzt rein oder nicht? Die Tür ist von innen verschlossen. Ich sollte mitten in der Nacht nicht in fremde Häuser einbrechen. Tja, das ist wohl dein Problem. Wir haben auch nichts zu essen für die Katze. Nee, wir haben nur eine Lupe, scheiße. Na gut, dann gehen wir mal hinten in den... Ah, okay. Hier ist noch ein Auge. Grashüpfer! Und da oben ist noch... Das ist eine Seite aus Lauras Tagebuch. Ich brauche eine Leiter, um da ranzukommen. Ich habe gerade Sodbrennen. Sodbrennen! So, aber wir haben eine Leiter. Seit Tims Abschied ist ein Jahr vergangen, aber wir schreiben uns. Und wenn ich seine Zeilen lese, fühle ich mich in ihm nah. Ich hoffe, er liest meine Briefe auch gerne. So, wir haben noch mehr Tagebucheinträge anscheinend. Tim ist fort, genau. Seit Tims Abschied. Achso. In meinen Träumen. Er ist unglaublich. Wenn er da ist, fühle ich mich frei und zwanglos. Damit ertrage ich sogar Tims Abwesenheit. Weil er so knuffig ist! Ach, Tim glaubt übrigens nicht an Bennys Existenz. Er sagt, das ist nur eine meiner Spinnereien. Er ist so erwachsen geworden. Und ich wünschte, er käme früher zurück. Heute ist der glücklichste Tag meines Lebens. Tim kehrt bald zurück und wir sind wieder zusammen.